Als Blade Runner-Fan hat man ja nicht so viele Möglichkeiten gehabt, das Ganze weiter zu spinnen. Es gab eben halt das Buch, wobei es kein Buch gab, das sich auf die eigentliche Story des Films selbst bezog, sondern eben halt die Vorlage von Philip K. Dick. Es gab das Comic von Marvel, zumindest hat man es in England und Amerika gekriegt, hier in Deutschland nicht. Es gibt auch keine deutsche Fassung von dem Comic. Ja, und dann kam eben 1900, schauen wir mal nach, von so, wann ist das erschienen? Nicht gut recherchiert von mir. Erschienen 1995. Freigegeben vom Philip K. Dick Trust. Von K.W. Jetta, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, Blade Runner 2. Im Original hieß er The Edge of Human. Und der kam dann 1997 als Hardcover-Version raus. Diese Version habe ich leider nicht. Das Ganze schließt an den Film, das Buch, ja, wie man es nennt. Auf jeden Fall spielt es wieder in Los Angeles und dann im August 2020. Ja, die Taschenbuchausgabe hat wenigstens noch ein ganz hübsches Cover, das sich so ein bisschen bezieht, eben halt auf die Story von Blade Runner 2, The Edge of Human. Naja, was soll ich sagen? Jetta, der persönlich Dick wohl kannte und auch ein Freund von ihm gewesen sein soll, sofern Philip K. Dick Freunde hatte, im eigentlichen Sinne, der hat es eigentlich versucht, einmal das Buch gleichzeitig fortzusetzen und den Film und das zu vermischen, was meines Erachtens nicht so gut gelungen ist. Okay, die Story ist eben halt hier auch, dass Deckard mit Rachel eben halt von dann zieht, bloß dass eben halt Rachel doch nicht kein Endedatum hat, wie in der 82er Kinofassung, ne, sondern eben halt auch nur diese 4 Jahre Lebenserwartung hat und ohne jetzt zu viel zu verraten, das passiert auch ziemlich am Anfang des Buchs, stirbt. Aber dann begegnet Deckard der menschlichen Vorlage zu Rachel, nämlich die Nichte von Tyrell, eben halt Sarah Tyrell. Und die sieht dann erstmal genauso aus, ist aber nicht so gut drauf wie Rachel, sagen wir mal so, sondern ganz anders drauf. Interessanterweise ist hier denn Sarah Tyrell so drauf wie Rachel Rosen, wie sie eigentlich im Dickbuch heißt, eigentlich finster drauf ist. Also die Charaktere sind, der Charakter ist eigentlich aufgesplittet worden von der Rachel. Und es gibt dann einmal die Nichte von Tyrell oder auch Rosen, wie er im Original heißt, mit diesem Charakter. Und es gibt eben die Replikantin Rachel. Naja, also einige wilde Geschichten, die da durcheinander geworfen werden. Auch, dass eben Pris doch keine Replikantin war, sondern eben halt eigentlich ein Mensch. Und ach, naja, also. Es ist nicht wirklich schlecht. Ich habe es mittlerweile zweimal gelesen. Ich habe dem Buch nochmal eine Chance gegeben. Denn ein bisschen später kam hier im Deutschen raus Blade Runner die Rückkehr. Muss mal gucken. Der war denn jetzt hier von 2004 kam das nochmal raus, das Taschenbuch. Wo einmal The Edge of Human, also Blade Runner 2 und Blade Runner 3 drin ist, Replicant Night. Und ja, insgesamt hat nämlich Jetta drei Romane geschrieben, die als Fortsetzung von Blade Runner zu sehen sind, offiziell auch sind. Ja, da hatte ich eben halt den Roman nochmal gelesen, fand ihn ein bisschen besser, also Blade Runner 2, aber vom Sessel gehauen hat es mich eigentlich auch nicht. Genauso eben halt. Hier übrigens genannt Deckards Weg, hat man vielleicht schon mal kurz gesehen, nimmt halt The Edge of Human, also zu Deutsch in Deckards Weg. Und die Nacht der Replikanten, klingt eigentlich mehr so wie Nacht der lebenden Toten, aber ja,
ist dann auch nicht so doll. Da habe ich mich dann wirklich durchgekämpft. Fand ich eigentlich noch schlecht. Da muss ich vielleicht auch noch ein zweites Mal lesen. Immer wieder kommt Jetta eben halt zurück auf diese ganze Thematik aus dem Film und immer wieder wird das durchgekaut und irgendwie wiederholt. Ist ganz, ganz, ganz merkwürdig. Ich finde es schade. Also viele Chancen sind da verpasst worden. Also das Computerspiel von 1997, Blade Runner, hat da eine bessere Story, einen interessanteren Ansatz als die Bücher von Jetta, muss man einfach so sehen. Auch wenn die offiziell jetzt sind, so doll ist das nicht. Ich habe dann noch britische Hardcover-Ausgaben, die ein bisschen schöner aufgemacht sind als im deutschen, von The Edge of Human und Replicant Night. Ich muss sagen, im Englischen liest es sich ein bisschen besser. Vielleicht sind da auch so ein paar Übersetzungsprobleme mit reingekommen in die deutsche Ausgabe, ich weiß es nicht. Vielleicht wirkt im Englischen, im Original nicht so merkwürdig. Vielleicht kann ich dann noch empfehlen, eben halt das in Englisch zu lesen, wenn man eben halt diese Fortsetzung lesen möchte. Gibt es auch als Taschenbuchausgaben, als britische, als amerikanische, also als E-Book, soweit ich weiß, nicht, habe ich jedenfalls nicht gesehen. Von 96 und 97 sind die. Und 2000 hat dann Jetta noch seinen dritten Teil, also Blade Runner 4 insgesamt durchgezählt, rausgebracht, Eye and Talon. Ja, den habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ganz froh, dass ich den gekriegt habe. Das ist gar nicht so einfach. Im Deutschen gibt es den nicht. Und ich denke, jetzt, der ist von 2000, jetzt wird er auch nicht mehr rauskommen. Scheinbar nicht übersetzt worden. Muss man mal gucken. Ich habe es jetzt angelesen und finde, ja, ist ein bisschen, ja, vielleicht der Anfang ist zumindest schon ein bisschen besser, aber irgendwie wiederholt sich da auch schon wieder was. Ja, weiß ich nicht. Als Fan muss man es mal gelesen haben, ist okay. Ob man es unbedingt kaufen muss, also alle drei Bücher, sei mal auch dahingestellt. Wie gesagt, also es ist eine merkwürdige Mischung aus dem ursprünglichen Originalbuch und des Films. Kann man sich angucken, kann man sich durchlesen, muss man nicht. Ist interessant zu wissen, dass es das gibt, vielleicht reicht dann, aber wie gesagt, hier, das findet man noch hier recht oft bei eBay, auch recht günstig, aber man hat eben halt nur Teil 2 und 3 oder von mir aus Teil 1 und 2 der Blade Runner Trilogie von Jetta und den muss man sich wirklich in Englischen besorgen und das ist echt schwierig. Also hier bin ich eine ganze Weile hinterhergelaufen, um nicht allzu viel Geld ausgeben zu müssen, um es dann zu bekommen und im Endeffekt habe ich eben halt die drei Bücher zusammenbekommen. Blade Runner 2, 3 und 4. Aber mir ging es eigentlich hauptsächlich um das Buch, um es zumindest nochmal zu lesen. Aber wie gesagt, so dolle ist es nicht. Wenn ich es mal durchgelesen habe, werde ich auf jeden Fall wieder ein Video oder in schriftlicher Form auf meinem Blog dazu noch was berichten. Aber im Moment tue ich mich da etwas schwer mit diesem Buch. Ich werde es bestimmt lesen und bin erstmal happy, dass ich es habe. Kann es jetzt noch nicht so empfehlen oder ablehnen. Vielleicht ist es ja besser als die anderen beiden Bücher. So, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich hoffe dann auf ein nächstes Mal.